Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge ist ja was Merkwürdiges passiert. Und zwar, naja, was heißt merkwürdig? Also, Dr. Wolfsherz, mein Charakter, hat ja eine Ehe mit Atze. So, die beiden schlafen hier im Bett. Jetzt haben wir aber in unserer Ideologie, glaube ich, festgelegt. Und das muss ich jetzt nochmal überprüfen. Ich bin da gerade nicht 100% sicher, dass wir mehrere Frauen haben können. Ja, Ehepartner des Mannes zwei oder weniger. Das heißt, das ist grundsätzlich kein Problem bei uns. Aber es gibt ein technisches Problem. Das Bett ist jetzt gebaut. Ich habe schon dafür gesorgt, dass das hier hingestellt werden soll. Aber ich zeige euch jetzt mal, was passiert. Im Moment ist Dr. Wolfsherz und Atze sind beide hier zugewiesen. Jetzt gehe ich in das neue Bett. Und ja, das neue Bett gehört ja auf jeden Fall Schnibbel, die hier vorher auch geschlafen hat. Und jetzt sehen wir hier das Herz, Dr. Wolfsherz. Wenn ich das jetzt mache, dann schläft Atze aber alleine. Das ist natürlich blöd. Also nehme ich das wieder zurück. Denn erstmal ist Schnibbel nur eine Geliebte. Da kann ja noch mehr draus werden, muss es aber nicht. So, jetzt müssen wir hier in dieses Bett gehen und mich wieder zuweisen. Ich hoffe, dass dadurch, dass hier ein Doppelbett ist, das auch möglich ist, dass Dr. Wolfsherz jetzt mal hier bei Schnibbel liegt. Aber das kann ich natürlich überhaupt noch nicht sagen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sollten anfangen, alle Zimmer mit Doppelbetten auszustatten. Mein Gefühl sagt mir, dass das nötig sein wird. Zumindest, wenn es so weitergeht. Aber gut, als erstes werden wir die Waffenkammer aktualisieren. Denn da hat es Änderungen gegeben und ich werde nochmal die Schränke ein bisschen verstellen. Möchte ich das so? Nee, ich glaube, ich lasse es so. Nee. Ich möchte es tatsächlich so. Dann können wir nämlich hier noch eine Lampe zwischenbauen. Das ist der Raum, der recht dunkel ist. Insgesamt noch ein bisschen heller. Gut, es ist alles dunkel bei uns. Es ist ja schließlich auch Dunkellicht. So, ein Doppelbett. Ah ja, jetzt ist es versetzt worden. Jetzt müssen wir es wieder für Schnibbel reservieren. So. Und dann gibt es hier natürlich auch noch einen zweiten Nachttisch. Okay. So. Dann ist das Zimmer fertig. Und jetzt müssen wir uns die Schränke vornehmen. Regale. Wir haben ja hier schon definiert, dass das hier die Waffenregale sind. Und wir haben auch gesagt, was wir einlagern wollen. Nämlich nur Fernkampfwaffen. Und zwar Impulslanze, Impulsgewehr. Wir haben Präzisionsgewehr, Sturmgewehr und Repetiergewehr erlaubt. So, und das kopieren wir jetzt nochmal. Und jetzt wählen wir ähnliche aus. Und zwar nehmen wir jetzt diese hier. Das ist eigentlich zu viel. Wir machen es links, rechts. So, also. Na sogar, Moment. Ähnliche auswählen. So, und Einstellung einfügen. Das sind jetzt unsere Waffenschränke. Und rechts werden wir Klamotten lagern. Und zwar nach unseren Regeln. Das heißt, Waffen müssen erstmal grundsätzlich wieder raus. Und wir gehen auf Kleidung. Kleidung, so. Und wir erlauben die Kopfbedeckung. Ja, aber nicht alle, Moment. Das müssen wir einzeln auswählen. Kopfbedeckung erlauben wir nur die Kapuze, weil unser Wolfquisitor eine Kapuze trägt. Alle anderen tragen Cowboy-Hut. Das wird also erlaubt. Und das sind alle Kopfbedeckungen, die im Moment erlaubt sind. Außerdem erlauben wir Hemd und Hose und Staubmantel. Das ist alles, mehr nicht. So, Priorität kritisch ist in Ordnung. Die Einstellung kopieren wir. Jetzt wählen wir ähnliche aus. Zack. Sagen Einstellung einfügen und jetzt dürfen da nur Klamotten drin liegen. Jetzt werden die Waffen gleich umgelegt. Ah ja, und Langschwerter dürfen hier eigentlich auch nicht liegen. Wobei, das ist natürlich auch alt, da muss ich nochmal leider dran, weil wir ja gesagt haben, dass für unsere Nahkämpfer die Langschwerter erlaubt sind. Also müssen wir das wieder aktivieren, Einstellung kopieren, ähnliches auswählen, zack, Einstellung einfügen. Und dann kann Atze
das wieder zurückbringen. So, und da kommen schon die ersten Klamotten. Interessanterweise habe ich dieses Hemd direkt angezogen. Ich frage mich, warum. Warum habe ich das Hemd gewechselt? Keine Ahnung. So, Fakt ist, dass wir hier weiterhin Klamotten auch erlauben müssen. Aber da dieses Lager nicht kritisch ist, werden die Klamotten, die wir haben wollen, vor allem hierhin gebracht. Und erst dann, wenn hier kein Platz mehr ist, werden hier Klamotten gelagert. Und alle anderen Klamotten, die wir so von Toten looten, die kommen grundsätzlich hier rein, weil die hier gar nicht erlaubt sind. Beziehungsweise, naja. Ja, eigentlich müssten wir jetzt, wir haben ja hier... Können wir hier eine Mindestqualität einstellen? Können wir hier gar nicht. Nee, das ist auch egal, brauchen wir nicht. So. Da wird das erste Mal eine Skulptur fertiggestellt, und zwar die Terror-Skulptur. So, und jetzt müssen wir kurz prüfen. Wir haben ja gesagt, Maxidom macht das gerade. Maxidom hat Kunst an, aber Handwerk nicht. Das heißt, es funktioniert auf diese Weise auch. So, die Forschung Bioregeneration ist abgeschlossen. Jetzt haben wir die, den Bioregenerationszyklus für die Bioforma-Kapsel. Wunderbar. Und jetzt forschen wir als nächstes... Minigun will ich eigentlich gar nicht haben. Hier kommt noch die erweiterte Fabrikation, um diese Teile herstellen zu können. Bionik. Das ist natürlich genial. Oder Impulsgewehr, Impulslanze wäre auch möglich. Neurale Überladung. Nee, wir werden die Bionik zuerst freischalten. Dann können wir nämlich einen bionischen Arm herstellen. Der ist besser für Müsnup. Müsnup fehlt ja ein Arm und wir haben ein Implantat schon hergestellt, eine Armprothese, nicht ein Implantat. Und die wollen wir eigentlich jetzt operativ anbringen, aber ich denke, wir werden doch noch warten, bis wir die bionische Armprothese herstellen können. Und wir brauchen einen Bioformerraum und den werden wir jetzt hier, oder sollen wir hier oben die Gästequartiere machen? Und den Bioformerraum hier. Oder hier. Das würde von der Größe wahrscheinlich auch besser passen. Also, wird mal wieder Zeit zu graben. Wir verlängern den Flur hier und hier. Wir können diese Planung erstmal aufgeben. Außerdem graben wir hier und hier und hier. Und das werden wir dort schließen. So, auf geht's. Ja, und dann können wir hier auch weitermachen. Hier haben wir zwei neue... Ach, da ist ein Holzpilz gelandet. Den nehmen wir weg. Und eine Stromladung brauchen wir noch, unterirdisch. Hier, bis hier, bis hier. Und dann eins, zwei. Und eine für die Wand hier entlang. Und noch unterirdisch da. Okay. Jedes Feld ist bei uns einzeln abschaltbar. Ah ja, und natürlich, jetzt hätte ich es mich beinahe noch vergessen, die gepflügte Erde. Ah ja, wir können es so machen, weil das ja sowieso nur da funktioniert, wo Erde ausgebracht wurde. So, wir haben hier jetzt Baumwolle. Wir haben aber inzwischen die erste Ernte von dem... meine Güte, von dem, hier, von dem Teufelsgarnpilz. Das heißt, wir müssen sowieso was machen. Wir müssen unsere ganzen Aufgaben hier ändern. Zum Beispiel die Hose.
Und wir erlauben jetzt... Ich mach mal alles aus. Wartet mal. Weiß gar nicht, warum wir überhaupt noch Leder und Wolle erlauben. Wir stellen das jetzt aus Teufelsgarn ausschließlich her. Denn Teufelsgarn ist... ja, ist besser. Zäh, gut isolierend, schützt gegen Hitze. Ist von daher also auch gut, wenn es mal brennt oder so. So, alles verbieten, Teufelsgarn. Alles verbieten, Teufelsgarn. Ja. So, beim Sklavenhalsband bleiben wir natürlich bei... Geht das nur aus Leder? Leder und Stein, ja, okay, das muss dann so bleiben. Und beim Sklavenkörpergurt ist es genauso. Ah, da können wir auch Teufelsgarn nehmen. Nee, wir machen das aus Teufelsgarn. Beim Halsband geht es nicht anders. Okay, haben wir dann alle? Ich denke ja. Okay. So. Dieses hier, diese unfertige Hose, die brechen wir einfach ab. Den Stoff packen wir zurück ins Lager. Und dieses Feld stellen wir jetzt auf Teufelsgarnpilz. Hier gibt's Granit. Fertig. So, und jetzt haben wir auch gesagt, dass wir die Wände hier zwischen wegnehmen. Nein! Jetzt ist hier ein Dach drauf eingestürzt. Ich werd verrückt. Ich hab's befürchtet. Ich hab's irgendwie befürchtet. Also hier ist überhängendes Gebirge drüber, aber an einigen Stellen eingestürzt. Ist noch nicht so schlimm. Wir müssen jetzt diese Stützkonstruktionen errichten wieder. Dann können wir diese Teile entfernen. Doof gelaufen. Ja, die Größe hätte ich eher dran denken müssen, dass das hier in der Mitte nicht reicht, weil dann die, die Flächen einfach zu... Jetzt wächst hier schon wieder ein Holzpilz. Weg damit. Hier interessanterweise schon wieder das Kabel sichtbar. Ich glaube, es liegt einfach daran, an dem Übergang von Wand auf den Schalter. Dann müssten wir das hier gleich auch haben, da dann aber nicht
Es ist dann halt so, ne? Gibt Schlimmeres. Jetzt wollen wir erstmal den Boden hier glätten. Und hier die Wand. Ja, da kommt bestimmt mal ein Raum hin oder so. Weiß ich noch nicht. Normales Tragen. Es eilt nicht so. Und Türen. Und Stromleitungen. Ach, haben wir schon. Sehr schön. So muss das sein. Unsichtbar. Unsichtbar. Böden. So, und ja, ich nehme an, dass die Bioformer-Kapseln jetzt keinen sterilen Boden benötigen. Das stelle ich mir eher so vor, da geht jemand rein zum Schlafen, da wird nicht operiert oder so. Das ist, da funktioniert halt irgendeine Art von, ja, Biomedizin, die für uns aber keine sterile Fliese benötigt. Also schätze ich jetzt zumindest mal. Und dann müssen wir die Dinger erstmal finden. Die sind wahrscheinlich unter Diverses. So würde ich es zumindest vermuten. Da ist eine Bioformer-Kapsel. Oh, die ist aber groß. Oh, gut, dass... Gut, dass der Raum größer ist. Ich dachte erst, das ist halt wie so ein Bett. Drei Stück? Ja, ne? Können wir machen. Kostet ja nicht so viel. Apropos, kostet nicht so viel. Warum sind die Bauteile noch nicht hergestellt worden? Moment. Sind schon wieder die Bauteile aus? Da müssen wir hier mal hingehen auf... bis wir haben. Und wir wollen immer... Immer... Ja, warum haben? Wir wollen immer 80 Bauteile haben. Und wenn wir unter 50 rutschen, fangen wir wieder an, welche herzustellen. Und vielleicht haben wir sogar jemanden, der schon 25 auf einmal machen kann. Da war Handwerk 14 erforderlich. Ich fürchte, da haben wir keinen. Handwerk. 14, doch. Haben wir. Dann machen wir das nämlich so. Bis wir haben... So, dann machen wir, ja, das sind jetzt 25, sagen wir 100. Also viermal. Und dann fangen wir wieder an, wenn wir unter 75 rutschen. So. Und da läuft LP auch schon. Anime Snoop. Hat der auch so einen hohen Handwerksskill. In der Tat, ja, hervorragend. Umso mehr Leute es... Was... Stahl weggeholt, wieder hingelegt. Was zur Hölle passiert hier gerade? Ja, für 25 Bauteile werden natürlich viele Mengen, große Mengen an Stahl benötigt. Die Bionik ist abgeschlossen. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um Whirlpool. Yay, das wird schön. Wir machen ein schönes Spa mit Schwimmbad und Whirlpools. Wahrscheinlich dann hier neben dem Gebetsraum oder neben dem Ritualraum. Gebet ist ja vielleicht doch ein bisschen hochtrabend. Gut, das läuft ja alles. Hier ist natürlich hell. Die Dinger müssen wir jetzt abreißen. Und ich fange mal da oben an. Gucken mal, ob es da Schwierigkeiten gibt. Müsnup ist inspirierter Händler. Ja, alles in Ordnung. Gut, dann können wir die auch abbauen. Ja, und wenn man überhängendes Gebirge nicht abbaut durch diese Mod, dann entsteht das an der Stelle immer neu. Ja, dann stürzt da zwar ein bisschen was ein, aber das rutscht dann nach so
Und da ist immer noch dann Gebirge auch drüber, sodass wir hier jetzt nicht irgendwelche Reparaturarbeiten am Dach vornehmen müssen. Ist hier schon was hingebracht worden? Nee, noch nicht. Noch gar nichts. Und ich sehe, dass wir nur noch 130 Stahl haben. Upsi. Ja, dann holen wir uns vielleicht mal eben den Stahl hier. Da kriegen wir auf jeden Fall wieder eine schöne Menge zusammen. Das wird auch direkt eingesammelt. Hat er gesehen, ne? Direkt jemand gekommen und hat das mitgenommen. Atze. Wahrscheinlich hier für diese... Ah, ne, nicht mal. So, was, wir machen erstmal eine. Ist halt fraglich, ob wir überhaupt drei brauchen. Das ist natürlich reine Dekadenz natürlich auch wieder, ne? Oh, die Kläranlage ist kaputt. Die muss aber schnell repariert werden. Ist das noch nicht fertig hier? Wir müssen das eben abschließen. Wir brauchen nämlich dringend die Bauteile. Schnibbel ist Feuerteufel. Oh. Schlechter Ort. Was wächst denn da? Leuchtstuhl. Und Agarilux. Sind genug Leute jetzt hier. Atze versuchte Kuzia zu bekehren. Schnibbel, jetzt ist auch mal gut hier. So, erledigt. Schnibbel hat sich wieder gefangen. Wir müssen hier jetzt noch Anbauzonen einrichten. Und was wollen wir denn hier haben? Also, wir brauchen neue Farbstoffe, denn wir haben nur noch 8. Das heißt, wir machen einmal Farbstoff, Tinctoria. Und auf diesem hier. Heilwurzel haben wir noch genug. Machen wir Hopfen. So, und wir müssen langsam was mit den Muffalos tun. Also. Tiere. Nee, doch, Tiere ist richtig. Muffalos. Wir haben im Moment 10. So, männliche Erwachsene, 2. Weibliche Erwachsene. Ja, Maximum ist egal. So, 2. Egal. 2. So, Moment, jetzt muss ich mal schauen. So, diese Einstellung führt eigentlich dazu, dass die 2 Erwachsenen und die 2 Weiblichen immer wieder Kinder kriegen, was in Ordnung ist. Die werden irgendwann erwachsen und dann werden die ältesten Tiere getötet. Ja. Das heißt, eine Maximalanzahl ist im Grunde egal. Gebunden. Ja, gebunden wird natürlich nie geschlachtet. Ja, so ist es aber in Ordnung. Das heißt, wenn jetzt diese Jungtiere erwachsen werden, haben wir plötzlich 3 Erwachsene und dann wird davon 1 getötet. Ne? So funktioniert das Ganze dann. So, das ist immer noch nicht repariert. Aber wir haben die Bauteile jetzt. Jetzt können wir das hier reparieren. Das ist ganz wichtig bei der Kläranlage. Super. Jetzt hat hier ein Blitz direkt eingeschlagen. Der Regen wird das Feuer löschen. Und eine Sonneneruption. Das ist nachteilig, weil
Die zwei Geothermiekraftwerke reichen nicht für den Normalbetrieb alleine. Waffenhändler als Karawane brauche ich nicht im Moment. Wisst ihr, was ich brauche? Ist eine neue Art, Energie zu gewinnen. Und wir werden hier noch zwei Wassergeneratoren hinstellen jetzt. Das wollten wir eh schon länger machen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Holz. Ich meine, dass das Wasserrad 1000 Watt produziert, genau wie die Holzfeuergeneratoren, die wir dann ja eigentlich mal abschalten könnten, weil die halt eben unser ganzes Holz ständig verbrennen. Mit den Waffenhändlern werde ich keinen Handel betreiben. Keinen Handel treiben, das ist im Moment nicht nötig. So, Gott sei Dank, die Sonnenfinsternis ist verschwunden. Sonneneruption war es. Aber jetzt ist es eh nachts. Ich habe mich eh vertan auch. Die Sonneneruption sorgt gar nicht dafür, dass die Geräte nicht funktionieren, weil keine Sonne da ist und nicht genug Strom, sondern weil die Sonneneruption eben die Geräte stört. So, ein Überfall, Del Quader. Sie greifen sofort an. Sie wollen die Mauern durchbrechen. Sie werden sich ihren eigenen Weg in eine Kolonie bahnen und alles zerstören, was sie ihnen in den Weg stellt. Sie scheinen ungewöhnlich klug vorzugehen. Sie vermeiden die Feuerreichweite von Geschützen und bemerken einige deiner Fallen. Ach du Alarm. 10 Leute. Und gut bewaffnet. Repetiergewehre, Revolver, Molotow-Cocktails, Messer und Handgranaten. Und eine normale Pistole ist auch dabei. Gut, das könnte schwierig werden. Wir schauen mal. Wir sind ja sehr viele Kolonisten, also von daher kriegen wir das wohl schon irgendwie hin. Das Problem bei den Handgranaten ist halt immer, dass du die Leute ständig bewegen musst. Aber vielleicht erwischen wir die hier irgendwie auch beim Graben oder so, sodass wir keine Probleme haben. Mal schauen. Ich denke, das ist aber dann was für die nächste Folge. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.